Ja, herzlich willkommen in der romantischen Filmheimat Sonnenstein, alias Wildermiming des Bergdoktors. Ich mache heute jetzt hier einen Beitrag über die Wildermiming und führe Sie ein bisschen durch den Ort in Verlegenschaft und zeige Ihnen ein paar Sehenswürdigkeiten, wo überall der Bergdoktor aufgenommen wurde. Und hinter mir sitzt die nächste Sehenswürdigkeit, das ist die Parkkasse von Wildermiming. Und liebe Zuschauer, da begebe ich mich jetzt dann auch hinein. In die schöne Kirche ist bekannt durch den Bergdoktor auch. Die hier von 1992 bis 1998 gedreht wurde. Und da begebe ich mich jetzt dann hinein und dann muss ich das Innere der Kirche mal an. Nun befinde ich mich im Inneren der Parkkirche von St. Nikolaus. Eine schöne Kirche. Der Altar ist auch sehr schön. Und ist auch bekannt durch die Fernsehserie. Dann gehen wir ein Stück weiter und gehen von der Kirche zur nächsten Sehenswürdigkeit des Bergdoktors. Vielleicht kommt euch dieses Gasthaus bekannt vor. Ja, meine Fernsehzuschauer, dieses Gasthaus ist wirklich circa auch jeder. Da war jetzt der Angerer vom Bergdoktor der Wirt. Ja, das war früher ein Gasthaus, jetzt ist es keines mehr. Auch bekannt. Ich glaube, ich war der Bürgermeister und ja, im Film war jetzt der Bürgermeister und sehr bekannt auch durch die Filmaufnahmen. Der ehemalige Gasthof Sturm. Ich wollte los, wir gehen jetzt ein Stück weiter, wo die Franzi Birchner die Post gehabt hat. Das zeige ich auch gleich ganz mit. Ja, und hier hinter mir sehen Sie die Poststelle von der Franzi Birchner und daneben der Lebensmittelladen von Anna Pölzl. Auch bekannt durch den Bergdoktor. Wie gesagt, hier die Poststelle und hier von Anna Pölzl der Lebensmittelladen. Das ist sehr bekannt, dieses Gebäude auch. Und wenn Sie Sat.1 Gold schauen, immer am Sonntag, 5 Uhr in der Früh, Sat.1 Gold und da laufen diese Serien. Sind wir hier beim Höhepunkt angelangt, das Bergdoktorhaus. So, da bin ich jetzt. Super, habe ich gehört. Das hier ist das Bergdoktorhaus.
Ich weiß nicht, war der Thomas Bogner, der hat tippert und dann der Harald Grasswitzer, der Justus Hallstein. Und, ja, innen drinnen wurde eben anders gedreht, es wurde unternehmlich gedreht und sehr schön hier. Also die malerische Kulisse haben wir jetzt gefunden, des Bergdoktors. So, da sind wir jetzt angelangt.